Okay. Ja, ich habe jetzt in der Stunde meinen Kleinen wieder und dann habe ich wieder Son-Daddy-Combination on the weekend. Also jetzt in diesem Moment schneide ich gerade diesen Mini-Vlog zusammen. Mini-Vlog, wenn man so will. Und mein Sohn schläft gerade, währenddessen ich das gerade mache. Ey. Das fühlt sich gerade so real an. Hätte mir das einer vor 4 Jahren gesagt, hätte ich ihn auf jeden Fall einen Vogel gezeigt. Perfekte Schaumkrone, first try. Und dann müssen wir das Teil noch aufmachen. Dann müssen wir saufen. Oh. Oh, da geht rein wie Subbel, du, ne? Ah, leck mich am Arsch, ist das geiles Wetter. Und tatsächlich hätte ich jetzt kein Problem damit, 4, 5 Stück zusammenzutrommeln und ein Video aufzunehmen. Egal, ob es Try Not to Love Challenge ist, egal, ob es eine Aufnahme zum Zocken ist oder sowas. Ich habe immer Bock. Ich habe immer Bock, aber manchmal habe ich jetzt echt wirklich einfach keine Zeit. Also wenn ich jetzt noch 15 oder 16 wäre, würde ich tatsächlich wahrscheinlich wirklich mein Fahrrad einfach nur schnappen und 30 Kilometer lang wahrscheinlich einfach nur Radfahren. Jetzt würde wahrscheinlich der Außenstehende sagen: Hey, Alter, keine Lust auf Gesellschaft, sowas wie Frauen oder sowas. Das muss ich sagen, das habe ich früher schon mehr gefühlt, als im Auto zu sitzen. Aber ich muss tatsächlich sagen, am besten geht es mir wirklich so wie jetzt, wenn ich einfach alleine bin. Perfekt. Auch wenn natürlich ein Auto auch eine gewisse Emotion bringt, wie zum Beispiel Fehlzündungen oder sowas. Für mich ist immer der Dumme eigentlich derjenige, wo eine Frau sucht, sage ich euch ganz ehrlich. Aber mehr als ficken kann man die ja auch nicht. Schreibt mal ab. Alter, jetzt stellt euch mal vor, ich hätte jetzt den Red Bull drin vergessen, hätte ich noch alle voll. Ich wäre volle Kanne losgefahren. Lecco mio. Da waren wir jetzt sehr flott unterwegs. Das riecht aber schon voll nach Banane, Alter. Das riecht wie Banane, ohne Witz. Scheiße, ich hab noch was drin.